Dann sagte er schwere Wörter, liebe Geschwister. Ein Wort, das nicht Allah gewidmet ist, hat keinen Wert. Vermögen, das nicht der Sache Allahs gewidmet ist, hat keinen Wert. Ein Mensch, dessen schlechtes Benehmen seine Sanftmut überwindet, hat keinen Wert. Und wer sich vor den Tadel der Menschen fürchtet, weil er an Allah glaubt, der hat keinen Wert. Ein Wort, das nicht Allah gewidmet ist, hat keinen Wert. Vermögen, was Allah nicht gewidmet ist, hat keinen Wert. Benehmen, was schlecht wird und Sanftmütigkeit überwindet, hat keinen Wert. Abu Bakr radiallahu an macht uns ganz klar, was einen Wert hat und keinen Wert hat. Woran wir uns halten müssen und woran wir uns nicht halten sollten. Ja, dhakir al-ashab, komm mutaaddiban.